wunderschönen Tag, Roland. Einen wunderschönen guten Tag. Ist eine Premiere, wa? Ja, wir beide haben noch nie getalkt zusammen. Auf jeden Fall nicht, nein. Privat schon? Privat sehr, sehr viel. Sehr, sehr viel tatsächlich. Heute das erste Mal vor der Kamera? Hm. Machst du jetzt gerade auch irgendwas vor der Kamera, so habe ich gesehen? Ja, ich mache so ein bisschen YouTube einfach, genau, so ein bisschen checken, wie das so ist vor der Kamera, weil eigentlich sonst immer hinter der Kamera. Ja. Ne? Hinter der Kamera haben wir auch schon viel geredet, ne? Ja. Vlogs und so weiter, aber so vor der Kamera miteinander ist das heute tatsächlich so die Premiere, ja. Schön. Wie fühlt sich das an, so wenn du selber Videos drehst, aber du hinter der Kamera bist? Boah, ich sag, also wenn ich vor der Kamera bin. Also vor der Kamera, genau, also du sitzt so vor der Kamera, so meine ich das. Ja, ja, also es ist ein bisschen komisch auf jeden Fall, ne? Ja. Es ist leiser Raum, du redest alleine mit der Kamera, man muss sich auf jeden Fall dran gewöhnen, ne? Also auf jeden Fall auch Respekt an dich, also auch bei deiner Ansage beim letzten Album, das war schon, ja, war auch lang. Ich weiß nicht, war da jemand mit im Raum oder warst du alleine? Achso, wo ich 20 Minuten einfach geredet habe? 20 Minuten einfach in die Kamera rein. Irgendwie. Ja, ich könnte noch länger. Könntest du noch länger? Ja, das macht Spaß. Ich höre mich, kennst du Menschen, die sich selber gerne reden hören? Ja, so einer bin ich. Also ganz ehrlich, ich höre mich nicht so gerne reden, aber wenn das bei dir so ist, dann wurde umso besser. Deswegen bin ich Rapper geworden. Also wenn du nicht deine Stimme nicht gerne hören würdest, glaube ich, dann ist das der falsche Beruf so, oder die falsche Bestimmung. Mhm. Dann musst du irgendwas machen, wo du einfach so mucksmäuschenstill dahinter sitzt. Ja, stark. Das ist top. Auf jeden Fall herzlich willkommen zu 1 Live. Danke dir. Letzte Woche hatten wir auch einen anderen Videografen, den Orkan. Richtig. Da haben wir ja über die Japan-Reise geredet. Und heute haben wir dich. Ja, Tatsache. Wir arbeiten jetzt auch schon seit, wow, 3 Jahren. Ja, seit Sinaloa arbeiten wir zusammen. Ja. Nee. Ne? Finde ich schon. Stress? Ja, X-Massaker? 1? Bei Sinaloa war doch vor X-Massaker. Echt? Ja, ja. Yo, da haben wir uns kennengelernt. Wir haben uns bei Sinaloa kennengelernt. Stimmt. Da habe ich dir doch den berühmt-berüchtigten Kaffee gebracht. Und ja, dann haben wir getalkt, ja, und dann ist es tatsächlich dazu. Das ist ein schönes Beispiel dafür. guck mal, siehst du, ich habe das voll vergessen, aber das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür, wie man. Man denkt ja immer, dass man immer sehr viel Connection haben muss, um irgendetwas im Leben zu bewirken. Eigentlich ist es einfach nur, man muss sich was trauen, man muss da sein, wenn Dinge passieren, und man muss sich bewegen. Weil wärst du nicht da gewesen, ja, und hätten wir nicht getalkt, dann hätte sich das vielleicht nie so in diese Richtung entwickelt. Wer weiß, vielleicht hätte sich das trotzdem für dich irgendwie entwickelt. Das steht außer Frage so, weil wenn, ich glaube auch immer daran, wenn jemand ein gewisses Talent hat und einen gewissen Ehrgeiz und Fleiß, dann wird das auch so, wirst du auch so seinen Weg gehen. Und ob das jetzt dieser Weg ist, am Ende führen vielleicht alle zum gleichen Ziel. Aber weil ich ja halt Teil dieser Geschichte bin und auch in diesem Moment bin, ist es für mich umso cooler, das dann zu sehen, wie du dich entwickelt hast und so. Ich finde das nice. Absolut. Ja, also damals war das ja so, ich hatte ja Interesse für das Ganze, ne? Mhm. Und hab dann gesehen, ich hab dann einfach vor meiner Haustür gedreht, dachte ich mir, ey, warum nicht? Geh ich mal runter, schau mir das Ganze mal an, ne? Hab ja dann mit dem Bilal dann getalkt gehabt damals noch, ne? Und dann direkt auch mit dir Kaffee vorbeigebracht, man ist direkt in Gespräch gekommen. Und natürlich auch sehr, sehr wichtig, was du gerade sagst, auch für andere Filmemacher natürlich, ne? Man muss nicht immer die Kontakte haben. Was hab ich gemacht? Ich bin runtergegangen, hab die Chance ergriffen und Bro, jetzt sitzen wir hier, wir reden zusammen, wir haben jetzt 3 Jahre hinter uns, voller Höhen und Tiefen. Ja. Ne? Und ja, es macht Spaß. Es wird auch, denke ich mal, immer noch weiterhin Spaß machen. Ne? Bestimmt. Absolut, absolut. Und ja, schön auf jeden Fall hier zu sitzen. Danke auf jeden Fall auch erstmal für die Einladung. Ne? Ach Bro, wir sitzen ja auch hier bei dir in deinem Gemach gerade so. Genau. Wir genau. Changen ja immer jetzt gerade, wir switchen ein bisschen die Kulissen. Finde ich auch gar nicht mal so schlecht, damit auch immer so ein bisschen frischer Wind ist und so. Ja. Und ja, was hast du gestern gemacht? Boah, gestern. Ein bisschen krank, hast du gesagt, ne? Ein bisschen krank geworden. Da weißt du ja selber, wir sind in einer kalten Location gewesen, ne? Und das ist eigentlich auch direkt schon so ein bisschen die Überführung in das nächste Thema, würde ich sagen. Ich weiß ja nicht, ne? Aber ja, bin ein bisschen krank geworden beim Dreh und schwitzt das Ganze gerade so ein bisschen aus. Aber geht's schon besser? Ja, ja, definitiv. Okay. Definitiv. Wie geht's dir? Mir geht's gut, ich bin ein bisschen müde. Mhm. Ist aber sonntags normal, weil gestern war UFC und dann war ich natürlich ein bisschen länger wach. Stimmt, hast du erzählt, UFC. Ja, ja. Starkes Event, aber ja, war ein bisschen enttäuscht. Vom Main Event war ja Edwards gegen Covington. Mm. Da habe ich mir ein bisschen mehr von versprochen, aber ich glaube, Colby Covington wird langsam so, kommt so in die Jahre. Mm. Bisschen Ringrost gehabt, so, der hat eineinhalb Jahre nicht gekämpft. War jetzt nicht so der beste Kampf. Leon Edwards hat auch nur nicht, sage ich jetzt mal, so gekämpft, dass man das Gefühl hatte, er will jetzt unbedingt hier was vom Zaun reißen, mhm, sondern einfach so über die Runden bringen. Das ist ja oft seine Strategie. Also war nicht guter Kampf. Auch, ich habe mich auf den Kampf gefreut, besonders auch, das war Shavkat Rachmanov. Kennst du den? Nee.
Bruder, der ist ein Prospect, also der ist schon lange kein Prospect mehr. Der Junge ist jetzt auf 5 gerankt in der Division und der hat den Thompson. Kennst du den? Nee. Diesen Karatekämpfer, der immer so, er ist jetzt auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen, ich glaube, ist 41 Jahre alt. Ja. Aber hat ihn auch gefinisht in der zweiten Runde. Ja. Dieser Rachmanow ist so vom Typus her, vom Style her, also wie die aus Russland halt sind, der ist sehr groß, so 1,86, 1,87, super Ringer und super Stand-Up-Fighter. Das heißt, er ist so ein, wie so ein Khamzat-Dings. Wobei die sich schon doch schon ein bisschen unterscheiden, so im Kampfstil, aber es 18 Kämpfe jetzt, 18 Kämpfe vorzeitig gewonnen. Aber alles weggemacht. Den mit Khamzat zu vergleichen, ist schon eine Hausnummer, ne? Naja, ich sag vom Typus des Stils her, weil ich sag jetzt nicht von der Qualität. Khamzat ist viel, viel aggressiver. Er kämpft viel, viel abgebrühter. Also der ist halt, der wartet auf seine Chancen und dann finisht er halt. Der ist nicht so aggressiv, weißt du so? Ist halt sehr, 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 sehr große Zukunft hat er, wenn er jetzt weiter so am Ball bleibt. Mhm. Aber es ist halt die Vermarktbarkeit von solchen Leuten wie ihn. Er ist ein sehr ruhiger Charakter, macht nicht so Welle. Und UFC ist halt auch wie alle anderen öffentlichen, sage ich jetzt mal, Branchen, wo du, sag ich mal, so im Fokus stehen musst, musst du natürlich auch ein bisschen für die Medien was hergeben. Da musst du ein bisschen polarisieren und so ein bisschen entertainen. Mhm. Und das sind viele russische Kämpfer, haben das einfach nicht. Die sind anders erzogen, weißt du so? Ja, aber bei, also Khamzat zum Beispiel, der ist ja super. Khamzat macht's richtig. Der macht's richtig. Ja. Habib hat's aber nicht gemacht. Ja, Habib, aber bei Habib war, guck mal, bei Habib war die Sache, unabhängig davon, dass er vielleicht einer der besten Kämpfer, MMA-Kämpfer ist, die es je gegeben hat, ist es die Sache, dass der Conor-Kampf ihn sehr viel gebracht hat. Mhm. Wäre dieser Kampf gegen Conor nicht gewesen, ich glaube, dass er vom Hype her und von der Bekanntheitsgrad nicht so groß geworden wäre. Mhm. Weil dieser Kampf hat ihm einfach, Conor hat ihm einfach diese große Riesenbühne gegeben. Ja, weil Conor natürlich auch provoziert hat. Ne? Also provoziert worden, er hat es super ausgenutzt. Er hat das Ganze mitgenommen, ins Positive verwertet, ist ruhig geblieben, hat im Kampf alles gezeigt. Ne? Ja, ruhig geblieben, er ist danach nach dem Kampf aus dem Ring gesprungen. Ne? Ja, das sind dann aber diese Dinge sind das dann, die dann dieses Dings geben, weißt du, dieses Fünkchen, wo er dann so einmal aus dem Charakter rausgegangen ist, einmal aus seinem Souveränen rausgegangen ist. Ja. Und das hat dann alles so zum Explodieren gebracht. Absolut. Ja, wie gesagt, und war eine coole Veranstaltung, aber war jetzt nicht so, wie gesagt, dass ich sage, so, wow, mieses Event. Aber viel interessanter war gestern, war ich auch auf dem Top-Tier-Takeover-Event. Mhm. Das war in Köln. Und ich war mit Fahrt da und Robbie haben das so besucht. Weil ich wollte immer mal so Battles sehen und da war ja so Cassius Clay hat gebattelt gegen Jaces. Mhm. So. Und war so ein bisschen Spannung in der Luft, weil jetzt vor kurzem kam dieser Diss-Track raus von Cassius Kuchen und Fizzy gegen Roos. Gegen Roos, ja. Und der Jaces ist ja so, das sind so Fronten bei den ganzen. Ich war da jetzt auch nicht so im Bild, aber ich habe jetzt alles so ein bisschen, ich habe jetzt ein bisschen so erfahren. Und der Jaces ist halt so mit Roos auf einer Front so und Twizzy ist dann halt mit Kuchen und Cassius Clay auf einer Front und deswegen war das gestern interessant zu sehen und da waren auch noch so Vorbattles, ich habe die Namen von den Jungs vergessen, Fortune war einer, feiere ich krass, habe ich sehr gefeiert, er hat gegen diese militante Veganerin. Okay. Genau, ja. Okay. Starkes Battle. Echt jetzt? Ja, also der Fortune hat das auf jeden Fall cool gemacht. So. Okay. Sie ist halt so, sie ist ja keine Rapperin so. Also ich nehme das jetzt nicht so ernst, so was da so ist. Ich glaube, sie vermarktet sich einfach ganz gut. Ist auch alles schön und gut. Was mir so ein bisschen übel aufgestoßen ist, ich bin da vorbeigelaufen bei denen so im Backstage, so Hallo gesagt, so ey, wie geht's, alles klar? Und sie war auch voll freundlich, so ja klar, bei dir alles gut. Und sie hatte so eine Entourage mit sich. Ne? Da saßen so 10 Leute mit ihr und so. Und aber jetzt nicht so, guck mal, du musst dir vorstellen, so, ich will jetzt nicht so Klischees aufmachen, aber das sind alles so Hardcore-Veganer, so weißt du? Okay. Und das sind jetzt nicht so diese Leute, die dann so aufstehen und sagen, hey, was ist mit dir und machen so Welle und so weiter. Weißt du, so eher so dieser andere Typus, so ein bisschen ruhig. Und ich so, ey, alles klar, ja, alles cool. Auf einmal von der Seite sitzt einer und sagt so zu mir, ey, bist du eigentlich Veganer? Ich guck den so an. Also aus dem Nichts, Bro, so, ne? Ich so, ja, seit gestern.
Er so, echt, wieso? Seit gestern habe ich kein Fleisch gegessen, also bin ich jetzt quasi so, weiß ich nicht, 12 Stunden vegan oder so. Er so, ja, findest du das witzig? Ich guck den so an, ich so, was bist du denn, Alter? Er so, dann fragt er mich nächste Frage, okay, andere Frage. Wir führen ein Interview, ich stehe, er sitzt, die ganze Crew sitzt da von denen und er interviewt mich. Und der Raum ist voll und die werden solche Fragen gestellt, oder was? Ja, ja, und okay. Die nächste Frage ist, die er mir stellt, ist so, und stehst du, und wie findest du Gewalt? Ich so, boah, ich liebe Gewalt. Er guckt mich so an, wie? Ich so, ja, ich liebe Gewalt. Also ich bin Kampfsportler, sonst würde ich das ja nicht machen. So, wenn ich jetzt nicht so irgendwie eine Affinität hätte dazu für Gewalt, und ich meine jetzt nicht so Gewalt, so jetzt Leute irgendwo rausgehen, kaputt zu hauen, aber das gehört einfach zu meinem Leben dazu. Schlagen, kassieren, das gibt mir irgendwie so ein Endorphin, keine Ahnung warum, es ist einfach so. Manche Menschen haben das einfach. Das ist so, wo du dich dann so drin findest, so, weißt du? Aber natürlich verbale Gewalt, so in Richtung Sport und so weiter. Ja, ich rede ja von Kampfsport. Genau. Also Kampfsport ist ja jetzt eine spezielle Form von Gewalt, kontrollierter Gewalt. Ja, klar. So, weißt du, so sportlich. Ja. Er guckt mich wieder so komisch an und dann sagt er so, aber Tiere umbringen findest du okay, ne? Und in diesem Moment habe ich mir gedacht, so, was labert der? Und die fing dann, auf einmal fängt er an, so, ja, war klar, und dass du, was ist mit Gewalt an Tieren, was sagst du dazu? Und der wird voll laut, so, ne? Und ich habe so ganz kurz überlegt, ey, wie soll ich diese Sache jetzt handeln, so? Und ich habe einfach gesagt, ey, Kollege, weißt du was, laber mich nicht voll. Und ich bin weggegangen. Und der hat nur noch so weitergeredet, weil das war so ein Punkt, wo es A dann so gewesen wäre, so, du kannst mit solchen Leuten nicht diskutieren, weißt du? Weil die haben immer ihre Totschlagargumente, weil die sagen dann, was ist mit Gewalt an Tieren? Natürlich sage ich, ist scheiße mit Gewalt an Tieren. Und dann sagt er, ja, aber du isst Fleisch. Und dann will er dich so darstellen, als ob du ein Heuchler bist. So. Verstehst du? Ja klar, natürlich. In diesem Moment bin ich dann weggegangen und habe die Sache so einfach liegen lassen. Aber ich habe mir da so kurz noch Gedanken drüber gemacht, bevor ich das Thema dann einfach so wieder in die Mülltonne geschmissen habe, weil ich mir dachte so, ey, ihr seid doch eine Bewegung, sage ich das jetzt mal so, ihr nennt euch doch als Bewegung, die etwas Gutes bewirken will, so. Weil ich kann es ja unterschreiben, ich sag ja nichts dagegen, wenn du sagst, ey, wir essen keine Tiere aus Überzeugung, weil diese Tiere leiden Schmerzen, werden gequält und werden getötet, ohne Grund sind Lebewesen, alles klar, verstehe ich. So, wenn das deine Überzeugung ist, ist es in Ordnung. Und ich respektiere das auch. Ich respektiere das auch, wenn du High Heels trägst als Mann oder was weiß ich, mach was du willst. Es ist mir wirklich alles. In diesem Moment, wo du zum Beispiel diese High Heels hast, ne, anhast als Mann, aber nach mir trittst extra und mich damit verletzen willst oder mir auf die Füße trittst extra, fängt mich das an zu stören. Und dann ist nicht der Grund, dass du die High Heels trägst als Mann, wenn ich dir dann eine Ansage mache, sondern der Grund ist, weil ich merke, dass du absichtlich mir auf die Füße trittst damit, um zu provozieren. Und diese Gruppierung, nenne ich jetzt einfach mal so, oder diese Bewegung, die so sehr sich Toleranz wünscht. Die wollen Toleranz für Tiere, die wollen Toleranz für ihre Meinung, die wollen Toleranz, die wollen akzeptiert werden und sagen, wir sind die Richtigen, wir machen das Richtige. Ich habe gestern gemerkt, wie intolerant die eigentlich anderen gegenüber sind. Klar. Also nur in dem Moment, weil ich jetzt nicht ein Veganer bin, ist es ein Grund, mich anzugreifen und verbal jemanden irgendwo aus dem Nichts, aus der Ecke oder wie auch immer anzugehen. Einfach um seiner, sag ich jetzt mal, schon aggressiven Meinung kundzutun, ist nicht anders, wie wenn jemand rumgeht und dich dazu missionieren will, du musst jetzt daran glauben oder daran und verstehst du, oder du musst jetzt das essen oder das, oder du musst jetzt das machen oder das. Das sind alles so Versuche von irgendwas jemanden aufzuzwingen. Das setzt ja alles nochmal in ein komplett negatives Licht. Also na, wenn voll. Du damit, schau mal, ich frage dich mal, denkst du wirklich, dass es eine Bewegung ist, die damit was bezwecken will? Ich kann direkt auch ergänzen, ich habe das Ganze ja so ein bisschen mitbekommen hier bei der militanten Veganerin. Ich will da jetzt auch nicht so detailliert drauf eingehen. Ne? Ja. Es wurde eine gewisse Publicity damit erzeugt, ne? Es wurde an Bekanntheit generiert, ne? Und jetzt sieht man sie halt auf jugendfreien Portalen. Ja, jetzt ist halt das Ding, ich frage mich, ob das Ganze wirklich ernst gemeint ist. Ne? Weil man, das verliert ja auch so ein bisschen an Ernsthaftigkeit, das Ganze. Erstens, das ist das, was du ansprichst, die ganze Bewegung, das Ganze wird ja unsympathisch gemacht. Ne? Heißt, viel weniger Leute versuchen, dem Ganzen auch nachzugehen, interessieren sich auch dafür. Ne? In zweiter Instanz denke ich mir, ey, will man dafür daraus gerade nicht einfach eine Publicity machen? Aus meiner Sicht. Ich weiß jetzt nicht, wie es aus deiner Sicht ist. Kannst du mir ja vielleicht mal was zu sagen. Muss dir ehrlich sagen, ich habe das ganze Ding gar nicht verfolgt und es ist mir genauso egal eigentlich heute, wie es mir auch gestern egal war. Das Einzige war, dass man so irgendwie durch einen blöden Zufall sich getroffen hat
und so sie dann, und ich habe ja noch nicht mal mit ihr geredet, so, es ist mir auch egal, weil wenn sie das aus wirklicher Überzeugung macht, und das sage ich so, aus wirklicher Überzeugung der Tiere gegenüber, alles cool. Sie kann auch ins Internet gehen und sagen, was sie will, und sie kann auch gerne ihre Meinung kundtun im Internet. Ja. So. Du sprichst ja dann zu einer fiktiven großen Menge. Du erreichst so viele Menschen, wie viel du gerade willst zu erreichen. Oder wie viel du dann reell erreichst, ist ja was anderes. Jemanden aber persönlich anzusprechen, aus dem Nichts, ey Digga, ich hab gefragt, ey, alles cool bei euch? So, wie geht's, alles gut? Ja, cool, okay. So. Und sie hat auch noch gesagt, ja, danke, Mann, alles cool bei dir und so, freut mich und so. Blablabla. Fertig, ich wollte schon weitergehen. So kennst du so, du drehst schon ab, sagst, ey, alles klar, gehst, und dann auf einmal bist du Veganer. Was? So. Bro. Aber ey, lange Rede, kurzer Sinn. Was ist sonst noch so passiert dort? Also, ja, beziehungsweise, wie war das Battle allgemein, so die Stimmung dort? Genau, okay, haken wir das sowieso ab. Ist ja, ja, ey, also, das ist ja so ein bisschen so by the way gewesen, so, weißt du? Das war einfach nur so ein, ey, wer Toleranz will, sollte auch tolerant sein und nicht intolerant. Ja. So, ne? Ja. Ja. Nächster Punkt, dann kommen wir zum Battle Cassius Clay gegen Jaces. Ja, waren, Bro, das war kein Battle. Also, ich kenne Jaces nicht, ich verfolge den nicht, ich habe auch noch nie was von dem gehört, also musikalisch so. Also ich glaube, der hat gerappt da, wo ich noch nicht gerappt habe. Und jetzt macht er, glaube ich, irgendwie YouTube oder irgendwas. So. Ich habe den Namen irgendwann mal gehört, ich weiß nicht, wer das ist. Ja, vom, man kennt ihn halt von Bushido. Ach, wegen Tales. Nein! Ja, ja. Das, wegen Tales. Der Typ mit der Glatze, ne? Genau. Okay, achso. Er hat ja dann irgendwie noch Beef gehabt mit Kay. Ja. So. Aber müssen wir erstmal Props geben, Cassius Clay hat den wirklich zersägt so. Okay. Parts waren souverän, war stark, Delivery war krass. Und das war alles, war ein klassisches 3-0. Und der hat auch oft gechoked und so. Er war natürlich nervös, weil er das erste Mal gebattelt hat, wahrscheinlich von einer großen Menge so. Aber Bro, guck mal, es gibt immer diese Sprüche, ich sag das jetzt einfach so, das ist meine Meinung. Es gibt immer diese Sprüche, die, oder Menschen, die dann sagen, ja, er hat wenigstens die Eier gehabt und ist da hingegangen und hat seinen Mann gestanden. Mm, so. Das sagen die auch zu Leuten, die dann zu irgendwelchen Boxkämpfen gehen und dann aber auf die Fresse kriegen so und richtig peinlich auf die Fresse kriegen, aber dann die Leute sagen, ja, immerhin hat er seinen Mann gestanden. Ich sehe das nicht so, weil, guck mal, wenn du etwas machst und irgendwo hingehst, zu einer Veranstaltung, wo viele Leute sind, oder egal, was du in deinem Leben machst, geh dahin, mach's richtig. Aber wenn du da hingehst und verkackst, dann hast du verkackt. Dann gibt es kein, ja, aber immerhin hat er. Nein, er ist gekommen und hat verkackt. So. Mhm. Das heißt, im Umkehrschluss für mich, nicht, man sollte ihn aufbauen und ihn sagen so, ey, immerhin warst du da gewesen. Nein, Bro, das ist nichts für dich. Und du hast dich in einem falschen Licht gesehen, weil du hast gedacht, ich bin der Man of the Moment, das ist, jetzt komme ich und scheine. Ich meine jetzt allgemein so, ich komme jetzt und boxe und so weiter. Und dann kassierst du einfach, weil du einfach kein Boxer bist. Genauso ist es, wenn du zu einem Battle gehst und dann einfach, sorry, dass ich das sagen muss, aber so, du lust einfach richtig ab, so, du kackst ab. Dann ist das nichts für dich. Warum ist das nichts für dich? Wenn du nervös bist in solchen Situationen, dann bist du für solche Situationen noch nicht gemacht. Absolut. So, du musst, wenn du einmal einen Moment to shine hast, musst du shine. Wenn du dann nicht scheinst, wie viele Chancen willst du, denkst du, kriegst du? Weißt du so? Und das ist aber das Problem vieler, dass die sich viel, viel größer sehen, als sie wirklich sind. Viel, viel stärker sehen, als sie sind. Es geht noch nicht mal um größer, weil du kannst klein sein und dies sein, aber in den richtigen Momenten kannst du abrufen und auf einmal wirst du, weißt du, ein Mensch, der zum Beispiel in Lebensgefahr ist, ruft ja viel, kann viel, viel mehr Kraft mobilisieren, kann viel, viel Energie mobilisieren, als er in Wirklichkeit zu Normalzustand abrufen kann. Ja, klar. So. Und bei vielen ist das dann so, dass sie gerade in diesen Momenten dann weniger abrufen, ja, als sie eigentlich können. Ja. Und das zeigt mir dann einfach, you're not made for this. So, das war's aber eigentlich grund genommen. Sonst war dieses Battle vorbei. Und dann, dann nach diesem Battle, muss ich ehrlich sagen, so, erstmal schöne Grüße an Tierstar, der hat uns eingeladen, Bombentyp. Tierstar werde ich auch noch einen Talk machen und mit ihm quatschen. Veranstaltung war super organisiert, alles war gut. Und dann war dieses Battle halt vorbei. Und wie gesagt, jetzt müssen wir nochmal zurückführen auf das, was ich am Anfang gesagt habe. Da gab es ja diese Diss-Tracks zwischen von Twizzy, Kuchen und Cassius gegen Roos. Ja, genau. Und diese Lager und so weiter. Jetzt ist Roos auch vor Ort gewesen. Roos war vor Ort, auch mit Kumpels von sich. Und so, wir haben auch kurz geredet und unabhängig davon, ich habe auch mit Roos geredet und ich kenne Roos jetzt auch schon etwas länger.
Und nur, ich bin nicht ein Typ, der sich immer zu Dingen im Internet äußert, wenn mein Name irgendwo fällt und sich dann irgendwie sofort positioniert, weil es interessiert mich wirklich nicht. So, solange etwas nicht in meine Richtung fällt, was persönlich beleidigend ist und dann irgendwelche Sachen irgendwo so gedroppt werden und dann irgendwas, boah, das juckt mich wirklich gar nicht. Und deswegen beschäftige ich mich nicht damit und deswegen äußere ich mich auch nicht zu diesen Dingen so. Ich äußere mich erst dann, wenn es entweder für mich einen sportlichen Charakter hat, wo ich sage, okay, wir bewegen uns hier auf Augenhöhe, mhm, so, und in meinem Bereich Rap oder was weiß ich was. Ja, das ist cool. Endlich mal jemand, der diesen Spirit hat und auch ein gewisses Standing hat, wo man gewinnen kann. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel jemand bin, der UFC-Rankings, sagen wir mal so, ich bin jetzt ein Rapper und bin auf 2 oder 1 gerankt, mhm, und jemand, aus, der ist auf 23 gerankt, kommt jetzt und sagt, komm in den Ring und ich hau dich weg, dann sage ich zu ihm, ja, machen wir. Aber mach erstmal so 10 Kämpfe, schlag die alle, weil ich habe das schon hinter mir und dann können wir gerne machen. So. Ja. Weißt du so, aber ja, ich guck nach oben, du guckst zu mir hoch und ich guck auch weiter hoch, so, weißt du so. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn, und wir haben halt diese Vorgeschichten dort. Und es herrschte die ganze Zeit so eine gewisse Spannung im, ja, Raum. So. Und ich habe auch mit Roos geredet und ich habe gesagt, Bro, macht ruhig. Digga, da, so. Oder du bist da zum Chillen. So. Ich komme dahin zum Chillen. Ja. So, und ich sehe so, die gucken sich alle böse an und bla bla bla. Fahrt und ich sitzen da die ganze Zeit, gucken. Und Tier ist da, gute Laune, alle haben gute Laune und so. Ich denke mir auch so, das erste Mal so ein Battle gesehen, so. Undercover dahin gegangen, weil ich habe noch nicht mal angekündigt, weil ich wollte es mir einfach mal so aus Fan angucken. Ja. Und dann auch sehr viele Fans da gewesen. So, ich habe so viele Fotos da gemacht, so, das hat mich auch voll gefreut. Mhm. Wo ich dachte mir so eigentlich auf so einer Battle-Veranstaltung, so, ich bin da voll so, weißt du so, nee, da habe ich erstmal realisiert, dass ich bin ja auch ein Battle-Rapper, so eigentlich. Nur, dass ich ein Battle-Rapper bin, der auf Tracks released und gegen alle battles so, weißt du. Haben wir ja vor 3 Jahren gemerkt, Alter, wie gut du battlen kannst. Ja. Und viele Fans getroffen, sehr viel Liebe gekriegt und hat mich auch sehr, sehr gefreut. Viele coole Jungs auch gesehen, die so YouTube machen und auch reacten und so weiter. Das war richtig cool. Mhm. Aber wie gesagt, nochmal zum Thema zurück. Wir sind im Backstage und auf einmal geht es so Geschrei los. So, die fangen an, sich zu beleidigen, die Lager. Und es so, es Eskalation in Ruft, Gerangel. Welche Lager? Also die so, 2, von denen du erzählt hattest? Ja, guck mal, das Ding ist halt, Verhältnismäßigkeit und Unverhältnismäßigkeit müssen eigentlich immer so, das muss man im Auge behalten. Mhm. Weil wenn ich unverhältnismäßig auf dich einschlage, wenn du mich anrempelst und ich box dich aus dem Leben so und du hast gebrochenen Kiefer und so weiter, ja, dann ist da keine Verhältnismäßigkeit. Klar, natürlich. So. Und in diesem Fall war es vielleicht so, haben die Jungs haben sehr, sehr scharf geschossen, sehr, sehr hart gegen den geschossen. Mhm. Und dann ist das so ein bisschen laut geworden und dann ist das so darauf hinausgelaufen, dass die rausgehen wollten. Die wollten sich tatsächlich prügeln. Und Roos und Kuchen jetzt, oder was? Ne, Roos und Twizzy. Das dann hat sich so ein bisschen, okay, aufgebauscht zwischen denen. Mhm. Und der Roos war wirklich ready. So, der wollte das wirklich machen. Der war so ready to die in diesem Moment. Der wusste, Bruder, der Arme, es ist ja kein Geheimnis, dass er gesundheitlich nicht komplett, so, der hatte, glaube ich, macht Dialyse oder sowas. Das heißt, der Bro ist nicht hundertprozentig gesund, Bruder. Klar. So, und wenn jemand dann, wenn er dann, sage ich mal, in so einer Situation sagt, ey, ich will mit dir ein 1 gegen 1, dann ist das schon ready to die, so quasi. Weil, Bruder, es kann wirklich passieren, dass er bei sowas, ne, drauf geht, so. Und ich habe halt versucht auch, und alle anderen haben versucht, das ganze Ding zu schlichten. Und jetzt kommt eine Situation, die ich sehr, sehr verachte. Und jetzt entsteht eine Entwicklung, die war nicht vorauszusehen. Mhm. Ich gehe raus, wir gehen alle nach draußen und dies, das, alles ist ruhig und dies, das und Twizzy geht weg. Und ich gehe wieder rein, weil ich mich von Tierstar verabschieden wollte. Mhm. Das heißt, alles, was ich jetzt erzähle, hat stattgefunden, weil die anderen Protagonisten werden das alles wahrscheinlich auch nochmal so erzählen. Nur ich habe es jetzt nicht live gesehen. Mhm. So, ich gehe rein, komme wieder raus und dann kommt mir von Tierstar, der Mitveranstalter, läuft da rau auf mich zu und sagt so, die Hurensöhne wollt mich abstechen. Ja, wer wollte ich abstechen? Er sagt so, ja, da, 5 Maskierte sind gekommen. Ich so, was? Ja, die haben auf Twizzy eingeschlagen. Ich so, wer hat auf Twizzy eingeschlagen? Wo? Er sagt so, draußen, da kamen 5 Jungs maskiert, haben auf ihn eingeschlagen und haben Messer rausgezogen. Das ist hart, Alter. Ich sag, Digga, wer, wo ist Twizzy? Ne? Und ich bin so, Digga, ich denk mir so die ganze Zeit, was ist denn hier passiert, Alter? Ich war 5 Minuten weg.
5 Minuten, weiß ich nicht, weil ich hatte den ganzen Abend Twizzy und Roos im Auge. Ja. So. Jetzt ist das Ding, Roos war ja auch da, so, Twizzy war da, Twizzy ist weg und die haben den irgendwie vor seinem Auto abgefangen oder so, ich will jetzt nichts Falsches erzählen, und haben den mit 5 Leuten gepackt, eingeschlagen, auf den Messer rausgeholt. Der ist auf dem Weg zu seinem Auto irgendwie abgefangen worden. Die haben mit 5 Leuten gepackt, so wie er es erzählt, haben auf ihn draufgehauen, wollten Messer ziehen oder haben Messer gezogen, und weil dann alle Leute das mitbekommen haben, sind die abgehauen. So. Weil es sind Leute natürlich dahin gerannt so, und haben gesagt, ey, was geht hier ab, was los, was seid ihr behindert oder was? Klar, natürlich. Guck mal, ich weiß nicht, wer das war. Ich weiß auch nicht, wer es beauftragt hat. Ich weiß nicht, von wo das kommt. So. Ich will auch jetzt dazu keine Meinung abgeben. Darüber braucht man ja auch gar nicht zu sprechen. Es geht einfach nur um den Akt. Weißt du? Dieser Akt, Bruder. Ne? Und ich sage dir, dass ich kenne das. Es gab eine Zeit in meinem Leben, und das war auch in meiner Karriere, und das war so vor 3 Jahren, da hatte ich genauso ähnliche Situationen. Schlimmer. So. Und ich weiß, wie sich das anfühlt. Und ich weiß, was die Beweggründe dafür sind. Und ich weiß, was jemand damit bezwecken will. Jemand möchte deine Psyche brechen damit. So, will dich mundtot machen mit solchen Sachen. Egal wer. So, weißt du? Mhm. Und ich sag nicht, dass das von irgendjemandem kommt oder wie auch immer. Es können auch von außen irgendwelche Leute sein und irgendwelche Leute, die sich abfacken oder wie auch immer. Vielleicht keine Fans, wer weiß. Ne? Kann alles sein. Man weiß es nicht. Ja. Man weiß es nicht. Aber am Ende des Tages habe ich eine ganz klare Position zu dieser Geschichte. Wenn du maskiert schon mit 5 Leuten auf jemanden drauf gehst, so, dann ist das schon nicht männlich. So, maximale Unmännlichkeit. So. Dann, Twizzy ist 1,65 Meter, 1,70 Meter, will ihn jetzt nicht kleiner, aber der ist klein. So. Dann ein Messer zu ziehen, dann maskiert zu sein und diese ganzen Geschichten. Bro, ich habe dafür, also mir fehlen die Worte, so für so eine Aktion. Und wenn man sich das Ganze jetzt nochmal Revue passieren lässt, wegen Musik, so, wegen Rap, wollt ihr so einen Jungen abstechen, Alter? So, ja. Aber auch er ist auch kein Straßenschläger, Gangster, dies, das. Wenn mir das passiert, wenn so Leute bei mir, guck mal, ich laufe seit 3 Jahren durch mein Leben, ne, immer mit dem Gedanken, es kann jederzeit immer irgendwo was passieren. Also bin ich darauf vorbereitet. Das heißt, irgendwo, egal wo ich mich bewege, ob es auch Konzerte sind, dies, das, Bruder, ich scanne alles. Mhm. Ich habe die ganze Zeit alles im Blick. Mhm. Deswegen trinke ich auch keinen Alkohol oder wie auch immer, weil ich immer klar im Kopf sein will. Weißt du so? Unabhängig davon so. Darüber müssen wir auch gleich mal sprechen. Ja. Also wirklich, kannst du ruhig weiter erzählen, ja? Und ich bin halt wegen dieser Zeit sehr geprägt und so ein bisschen gebrandet und bin immer ready. Deswegen mache ich so viel Sport, deswegen trainiere ich auch. Ich trainiere nicht jeden Tag und gehe nicht jeden Tag kämpfen, weil ich irgendwelche Leute boxen will und so weiter. Mhm. Mann, das interessiert mich gar nicht. Ich hab mit Musik in den letzten 4 Jahren, ich habe 4 Alben gemacht. Das hat mir was ermöglicht, mir andere Sachen aufzumachen. Ich habe, Gott sei Dank, Gott hat mir das gegeben. Ich habe eine gute Fanbase, ich verkaufe Boxen und ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden. Es läuft alles gut. So, ich konnte mir was ermöglichen und ich konnte mir ein neues Leben aufbauen. Und deswegen sind diese ganzen Trash-Veranstaltungen, für mich sind das Trash-Veranstaltungen, für mich ist UFC eine geile Veranstaltung oder wie auch immer, wo High Professionals kämpfen. So, aber das alles andere ist für mich so, macht alles cool. Respekt auch, dass ihr das macht und dass ihr auch trainiert und kämpft, aber ist nichts für mich. So. Mhm. Und ich mache das Ganze nur, weil ich ready bin, Bro. Ich will vorbereitet sein. Ich weiß, dass der Moment immer kommen kann. Kann auch sein, dass er nicht kommt, aber es kann sein, dass er kommt und dafür bin ich bereit. So, ja, weißt du? Ja. Aber diese Jungs sind es nicht. Das sind keine Kämpfer, das sind Battle-Rapper, Mann. Die machen nichts anderes als Battle-Rap schreiben. So. Und ich kenne Twizzy. Und ich habe mit Twizzy auch schon, wir haben auch schon zusammen uns Reime zugeworfen und so weiter und so fort. Und der ist ein guter Texter, der ist ein guter Schreiber und ist auch ein guter Junge. Das Ding ist, wir haben hier so einen Clash gehabt zwischen Battle Rap und Menschen, die diese Sache nicht verstehen, dann, wo es vielleicht zu weit gegangen ist. Und jetzt ist die ganze Zeit, stelle ich mir die ganze Zeit diese Frage, wieso kommt nicht diese Person oder der diese Leute schickt oder was weiß ich was. Es muss ja irgendjemand sein, der so Leute schickt und sagt, hau ihn weg. Die kommen nicht von alleine auf die sprechen sie ja nicht ab. Twizzy tritt heute auf, wir gehen und ficken den jetzt so, weißt du? Ja. Digga, geh doch dahin, pack ihn dir,
gib denen eine Ohrfeige oder was weiß ich was und so fertig. Weil solche Dinge, jemanden auf ein Messer zu ziehen oder auf jemanden eine Waffe zu ziehen, jemanden mit einer Waffe zu bedrohen, Bruder, das traumatisiert. Weißt du? Und das hinterlässt was in dir. Klar. Und wenn du jetzt nicht ein starker, gefestigter Charakter bist, so, der sich darauf vorbereitet, dann bricht dich das und dann war's das. So, weil dann lebst du nur noch mit Angst und du wirst nicht mehr derselbe sein ab dem Moment. Absolut. Und unabhängig davon ist das eine widerliche Aktion, so im Hinterhält dich jemanden anzugreifen. Aber Bruder, ich erwarte halt auch nichts mehr. Mich hat's nicht schockiert. Ich stand da jetzt nicht und war im Schock. Viele waren im Schock, weil ich erwarte gar nichts mehr von Deutschrap, Bruder. Das schockiert mich alles gar nicht mehr. Das ist einfach nur ein ganz normaler Shit, der da passiert. So. Und deswegen halte ich mich auch so gerne fern. Guck mal, ich gehe einmal so raus und dann bin ich schon wieder mitten in der Kloake gefangen, Alter. Ja, das ist, guck mal, das ist auch das, wo ich ansetzen wollte tatsächlich. Ich finde das krass, wie du in deinen Texten, in deinem Auftreten wirklich jedes Mal versuchst, den Sport hervorzuheben. Jedes Mal versuchst auch, ich vergleiche das jetzt mal mit anderen Rappern, ich will keine Namen nennen, ne? Aber die meisten Rapper, die verarbeiten in ihren Texten Depressionen in einer Symbiose mit Alkoholkonsum, Drogenkonsum, ne? Und bei dir ist es zum Beispiel wirklich immer so, du versuchst Depressionen in Kombination immer mit Sport zu verarbeiten. Ja. Du bist derjenige, der auch immer sagt, hey, die Psyche, die ist ganz, ganz stark natürlich mit dem Körper verbunden. Ne? Ja. Wenn du dich vorbereitest, ne, dann, wie du auch gerade gesagt hast, sowas kann eine Person, die sich nicht vorbereitet, brechen. Ne? Aber eine Person, die sich vorbereitet, ja, da ist so eine Rüstung um dich herum und das ist halt Sport. Das ist das, was du deiner Fanbase mitgibst und das finde ich stark. Ja. Das finde ich krass. Auch Danke. Als du gerade erwähnt hast, wir sind in der Woche mindestens 50%, 60%, wenn nicht sogar 80% miteinander unterwegs. Ich habe dich nicht einmal Alkohol trinken sehen. Ich habe dich nicht einmal kiffen sehen, wie diese ganzen anderen da. Weißt du, was ich meine? Du versuchst auch immer gute Werte mitzugeben, sei es deinem Umfeld, sei es deiner Fanbase. Ne? Und das weiß ich bei dir einfach sehr zu schätzen. Bruder, guck mal. Ich weiß, dass wir in einem Zeitalter leben, das sehr exzessiv ist. Das heißt, es ist in Ordnung, heute zu sagen, dass man einen exzessiven, nicht gesunden Lifestyle fährt. Und das Ganze wird auch noch dann so dargestellt, als ob, lass sie doch, lass ihn doch. Es ist doch okay, er kann sein, wie er will. Jeder darf heute sein, was er will, wie er will und so weiter und so fort. Völlig okay. Das Problem bei der Geschichte ist, dass ich das Gefühl habe, dass man nicht gerne hört, wenn einer genau das Gegenteil sagt. Wenn einer sagt, nein, leb gesund, mach Sport, lass die Drogen weg und so weiter. Weil wenn du dir Deutschrap Releases anhörst, so, was so überwiegend so das Thema ist, dann ist es halt Drugs. Absolut. Alkohol, Bitches. Ja, ich bin alleine, zünd mir jetzt einen Joint an. Und dann knall ich die Alte im Backstage weg und so weiter und so fort. Okay, cool. Leb dein Leben, du bist ein Rockstar und so weiter. Aber ist es genau das, so, was wir wollen, das passiert? So? Und ich frag mich auch so, wir versuchen auf der einen Seite gibt es so Bewegung, dass man möchte, dass Frauen mehr im Vordergrund stehen, dass man zeigt, was die drauf haben, was ich auch cool finde, weißt du? Weil guck mal, zum Beispiel, ich habe es auch schon mehrfach gesagt, ich bin sehr viel mit meiner Mutter groß geworden, so. Mein Vater war manchmal nicht da, so. Und meine Mutter ist eine sehr, sehr starke Frau. Und sie hat mich quasi erzogen. Und ich bin absoluter Befürworter davon, dass man den Frauen mehr Respekt gibt in dem, was die so leisten. Und wenn Frauen wie zum Beispiel eine Shirin David so es geschafft hat, so sich was aufzubauen, dann muss man das respektieren. Ich muss ihre Musik nicht respektieren, weil ich muss nicht sagen, dass sie eine krasse Rapperin ist. So, das ist ja mein Geschmack von Rap. Ja. Das ist etwas wie zum Beispiel, ja, ich habe Dojo trainiert, seit ich 6 bin und sage, das ist Karate und jemand anderes fängt so 3 Jahre an, vor 3 Jahren und sagt, ich bin der richtige Karate. Nein, bist du nicht. Also, kannst du denken, dass du es bist, aber so, ich habe es länger gemacht und ich weiß, was ist. Steht außer Frage, aber was sie erreicht hat, der Verdienst ist ein Fakt. Und deswegen habe ich Respekt vor dem, was sie erreicht hat. So. Ja. Weil sie ist auch ein Mädchen, die aus schwierigen Verhältnissen kommt. So. Guck mal, sie war früher auch öfters in Bochum und so. Und sie kommt aus schwierigen Verhältnissen. Sie hat sich aufgebaut, Bruder. Sie hat es geschafft und dafür brauchst du Stärke.
Weil du kannst als Frau, genauso wie als Mann, aber auch als Frau erst recht, sich nicht nach oben katapultieren, ohne stark zu sein. So. Weil du wirst immer wieder auf... Du eckst ja automatisch schon an. Ja. So. Und deswegen Respekt an alle, ja, fast alle Mädels, weil manche machen ja auch genau das Gegenteil, so, weißt du, so. Mhm. Und finde ich gut, so, weißt du, finde ich sogar sehr, sehr gut, so, wenn die sich irgendwie, wenn die was erreichen, weil das ist ein Zeichen dafür, auch ein Vorbild zu sein. Mhm. Die Art und Weise ist natürlich manchmal so, als was bist du ein Vorbild, so. Ich finde es jetzt nicht cool, das ist nämlich das, was ich gerade sagen wollte, wenn du sagst, sei ruhig eine Bitch, so. Weiß ich nicht, ob das ist, dass das Bild ist, was man Kindern vorleben will. Mhm. Sei eine Bitch. Du musst wie eine Bitch sein. Aber was ist eine Bitch? So eine Bitch heißt Schlampe. So. Aber dann wird gesagt, so, ja, aber das ist jetzt nicht so gemeint. Ist jetzt nicht gemeint, dass man mit jedem Mann irgendwas haben muss und so weiter und so fort. Ja, wie denn sonst? So. Keine Ahnung. Ich glaube, was die damit sagen wollen, ist, sei frei. Aber du bist ja auch ein freier Mensch. Du machst ja trotzdem nicht alles falsch. Weißt du, was ich meine? Sei frei! Ja, so, keine Frage. Du vermittelst aber trotzdem in deinen Texten nicht negative Freiheit. Ne? Ja. Es ist natürlich auch eine gewisse Art von Freiheit, Drogen zu konsumieren. Keine Frage, ne? Aber ist das gut? Oder soll ich sagen, was das ist? Das ist der leichteste Weg. So, genau das. Und ich finde, dass... und es ist... Es bewahrheitet sich halt sehr, sehr oft, dass der leichteste Weg immer der falsche Weg ist. Ja. Geh den schwierigen Weg. Ja. Geh mit dir selber in den Krieg. Kämpf mit dir selber. Weil der Kampf mit einem selbst ist der größte Kampf. Nicht der Kampf gegen andere Menschen, Bro. Oder gegen irgendwelche Leute, die sich dir in den Weg stellen. So. Mhm. Der Kampf mit dir selber, diszipliniert zu bleiben, nicht den leichten Weg zu gehen, nicht unbedingt das zu machen, was alle machen, so weil es gerade so, weil es funktioniert und so weiter. Geh ich den harten Weg. Ich bin immer den harten Weg gegangen, Bro. Weißt du, mir wird so, da kommen so irgendwelche Kakerlaken, so wie der Mois damals, und erzählen, ich hätte mir irgendwas ergaunert, so. Weißt du? Ja. Irgendwie eine Musikkarriere ergaunert. Wirklich, so, ich mache seit 15 Jahren, rapp ich. Und seit 15 Jahren rapp ich hart. Nicht, versuche die ganze Zeit irgendwas zu machen. Ich rappe hart, Bruder. Ich habe die ganze Zeit diesen Street-Rap gemacht. Weißt du, wie... Guck mal, ich habe einen Song gemacht, CLS, damals. Ja. War direkt in der Modus Mio. Ich hätte doch dabei bleiben können. Ich hatte die Möglichkeiten, an diesem Sound weiterzumachen. Klar. Und dies, das. Aber ich habe mir gedacht, nein. Jetzt habe ich eine Aufmerksamkeit. Jetzt gehe ich wieder zu dem Sound, den ich davor gemacht habe. So. Und es wurde wieder hart. Und es wurde wieder schwer. Und wieder schwer und schwer. Und seit 4 Jahren rappe ich jetzt in der, oder 3,5 Jahren rappe ich in so Mainstream. Mhm. Du siehst doch, Bruder, ich release einen Song. Er wird in der Deutschrap brandneu auf dem letzten Platz platziert. Ja. Weil, und das ist aber jetzt seit 3 Jahren so, Bruder. Ich habe so viele Künstler, no front outperformed von den Streaming-Zahlen. Ich werde nicht platziert, weil anscheinend sagt man sich so, nee, wir wollen den nicht haben. Aber woran liegt das? Ich weiß es nicht. Es ist ja nicht so, dass ich irgendwie frauenfeindliche Texte, ich habe keine frauenfeindlichen Texte, Bro. Ja. Ist, wie gesagt, so, das ist ja gar nicht mein Thema. Ja. Ich habe keine rassistischen oder homophoben Texte oder sowas, weil das interessiert mich gar nicht. Das sind, guck mal, ich beschäftige mich nicht mit diesen Themen, weil nicht, dass mir das... so, dass die Menschen mir gleichgültig sind. Nein, die sollen machen, was die wollen, das ist völlig in Ordnung. Jeder soll machen, was er will, aber das ist nicht mein Thema. Mein Thema ist Sport, mein Thema ist Battle Rap, mein Thema ist, geh nach vorne, reiß was ab, mach was. So, weißt du? Auf meine Art und Weise das auszudrücken. So. Anscheinend drücke ich mich falsch aus, anscheinend ist der Sound oder wie auch immer, was weiß ich, was damit zu tun hat, nicht das, was gerade gehört werden will. Aber es ist mir egal, Bro. Ich werde mich nicht irgendwie für irgendwen oder für irgendwas jetzt verbiegen und sagen, ich mache das jetzt so, damit das besser ankommt. Weil ich hatte dieses Jahr ein schweres Jahr, Bro. Ich hatte dieses Jahr, deswegen war diese Musik, die ich dieses Jahr gemacht habe, auch nicht so. Normalerweise ist das gewohnt, dass ich immer so voll nach vorne pirsche. So. Es gab in diesem Jahr für mich auch ein paar Sachen, die nicht so schön waren, privat, familiär. Und da bist du halt in einer anderen Stimmung, du hast deinen Fokus halt anders, weißt du, du kümmerst dich dann eher um Eltern oder wie auch immer, so, wenn es dir nicht gut geht und so weiter, so, weißt du, weil du denkst dir dann so,
ich habe gar keinen Bock, mich gerade mit irgendwelchen Leuten rumzustreiten. So, Dings, das kostet ja viel Energie, dafür brauchst du Energy. So, weißt du? Aber das Jahr geht jetzt zu Ende. Tatsache. Und ich habe Gott sei Dank alles, es ist alles wieder gut und alles ist geregelt. Und da gibt es ja auch eine Tradition bei uns, mit der wir auch angefangen haben. Das haben wir ganz am Anfang, hatten wir das Thema. Ja, ja. Das war X-Massaker. Richtig, mein Freund. X-Massaker, Asche. Ja, das ist eine Tradition, die wir eingeführt haben, eigentlich zu jedem Weihnachten ab jetzt, ne? Zu jedem Weihnachten gibt es ab jetzt ein X-Massaker. Da sag ich wie war dir. Das denn damals eigentlich? Wie hat das denn angefangen? Also, ich weiß gar nicht mehr. Wie hast du mich eigentlich beim ersten X-Massaker nochmal angefragt gehabt? Weißt also du das noch? Oder wie bist du auf den Gedanken gekommen, jede Weihnachten ab jetzt ein X-Massaker zu machen? Guck mal, ne, das war wirklich eine so derartig spontane Geschichte. Ich war im Studio und es war der 21. oder 22. war das, glaube ich, wo ich im Studio war. Ja, genau, da waren wir sogar gemeinsam, glaube ich, im Studio. Kann das sein? Oder kann sein. Und weiß ich gar nicht mehr. Hab irgendwie so noch Beats durchgehört, weil ich hatte Bock, irgendwas zu machen. Und dann hatte ich da gab es schon so einen halbfertigen Beat von Johnny. So, das war der X-Massaker 1 Beat. So. Mhm. Und wir haben so Beats durchgespielt und er hat den aus Versehen angemacht. Er hat so Beats, er wollte mir was anderes zeigen und hat den angemacht. Er macht den so an, ich weiß noch, wie ich da saß. Und ich habe gesagt so, ey, mach das nochmal an. Also, was denn? Und er scrippt andere Dinger durch. Ich so, nein, nicht diese Scheiße. Da, diese, was lief. Und dann hat er den gemacht. Ich höre den Beat. Ich so, wow. Was ist das für ein Beat? Er so, ach, der ist schon voll alt. Gib mir den. Hat der angefangen mit voll dem bösen Bass am Anfang. Ne? Ja, 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 genau. Ich so, ich nehm den. Er so, okay, aber NBK war schon fertig. Ja. Er so, ja, was willst du denn damit? Ich weiß es nicht, ich rap einfach. Und Johnny ist irgendwann abgehauen, Bro, ich war bis 3 oder 4 Uhr im Studio. Ja. Ich habe noch im Verlauf, habe ich noch geguckt, weil ich noch, als ich fertig war, dem Kolle geschrieben habe damals. Ja. Und dann, ich habe ihm noch so einen Screenshot geschickt, so, weißt du, voll müde, übermüdet. So. Ich saß einfach 6 Stunden oder 5 Stunden im Studio, habe den gesamten Text runtergeschrieben. Und dann habe ich den Kevin damals, dem Kev, den gesagt, am nächsten Morgen, du musst ins Studio kommen, ich muss den aufnehmen. Ne? Er so, ja, okay, wann? Egal wann. Den aufgenommen und dich angerufen. Und gesagt habe, Govand, weil es hat sich ja dann so irgendwie daraus entwickelt, dass es ein X-Massaker wird. Ich habe ihn ja X-Massaker genannt. Ich gesagt, wir müssten den Song aufnehmen. Wie war nochmal der genaue Wortlaut? Weißt du das noch? Nee, ich weiß es tatsächlich nicht mehr, nur ich wusste ganz genau, du meintest, das wird jetzt eine spontane Geschichte geworden, bist du bereit dafür? Genau. Ne? Ja, bist ja. du bereit dafür? Knarre auf die Brust. Ja, ja, genau. So voll ins kalte Wasser geworfen. Bro, ich habe davor nicht einmal eine Kamera in der Hand gehalten gehabt. Stark. Ehrlich, ich weiß nicht, ob du das wusstest, ne? Nein. Aber ich hatte davor nicht ein einziges Mal eine Kamera in der Hand gehalten gehabt. Ich sehe nur Asche. Ich denke, okay, alles klar. Da hatten wir bislang noch nicht gemeinsam gearbeitet gehabt. Ich glaube, das war das allererste Video von uns beiden, ne? Und dann sehe ich so Asche, ich so, okay, alles klar. Vielleicht habe ich ja irgendwas bei dem vergessen oder so, ne? Anruf angenommen. Govand, bist du bereit? Ich so, wofür? Bist du bereit für eine ganz spontane Geschichte? Ich so, ganz ehrlich, Asche, ich bin voll dabei. Ja, Bro, und dann ins kalte Wasser geschmissen worden. Nächsten Tag, oder ich glaube sogar am selben Tag noch gedreht. Am selben Tag gedreht. Abends, Akkus alle aufgeladen. Ja, genau, abends direkt gedreht auch, ne? Und da ist der Kolle ja einmal nochmal rumgekommen für die eine legendäre Szene, die Schneeszene da, ne? Ey. Genau, richtig. Man kann die voll auf dem Dampfer sehen, wie besoffen im Kapitän. Genau. Ey. Und ja, wie lange haben wir gedreht? Das war nicht lang. Das war nicht lang, ne? Also ich kann es nicht mehr so erinnern, aber ich weiß, das ging relativ schnell. Das ging sehr, sehr schnell. 2-3 Stunden. Ja. Wie lange war der Song? 6 Minuten. Dann direkt nach Hause, über Nacht geschnitten. Aber die Idee, das musst du mir jetzt noch sagen, mit diesen Standbildern, wo ich dir das erklärt habe. Lass mal diese Bilder so, Dings, damit füllen wir das auf. Damit das ein für alle Male erklärt ist, ich weiß nicht, die ganzen Leute, die haben das ja immer gesehen in den ganzen X-Massakern. Wir haben es, glaube ich, bis jetzt immer gemacht, ja, ne? Ja. Das ist einfach deine Idee gewesen. Das ist deine Idee gewesen, du so, ey, wir brauchen irgendwie noch Serienbilder, damit wir das Ganze so geil füllen können, ne? Damit das noch so abwechslungsreich ist. Aber Bombenidee haben wir jetzt beim... Ich glaube, darüber reden wir auch gleich, ne? Yeah. Beim letzten X-Massaker oder beziehungsweise beim jetzigen X-Massaker, was jetzt auch Donnerstag kommt, haben wir es auch wieder gemacht, ne? Ja. Yeah. Da haben wir es auch wieder getan. Jetzt hast du es gespoilert. Jetzt habe ich es gespoilert. Es ist soweit. Es ist soweit. Ja, ich habe auch, ich muss auch ehrlich sagen, seit 2-3 Monaten schreiben mir die Leute schon, kommt dieses Jahr ein X-Massaker, bitte ein X-Massaker, das Jahr darf nicht enden und ein X-Massaker.
Und es war für mich ein sehr, sehr cooles Jahr, sehr ruhiges Jahr. Ich habe es auch genossen, mal ein ruhiges Jahr zu haben, auch so ohne mich großartig so in Bellas zu stürzen oder auf Bella einzugehen, weil Bella kam immer, kommt immer von allen Ecken, aber ich bin da jetzt nicht so drauf eingegangen und habe dann jetzt in diesem X-Massaker natürlich die Tradition beibehalten, du kennst es ja. Na klar, aber hast noch was hinzugefügt? Ich habe noch ein bisschen was hinzugefügt, ja. Also ein bisschen? Ja, also sie können, also es ist jetzt, sagen wir mal so, findest du es der beste Teil? Roundabout? Ja. Meiner Meinung nach definitiv der beste Teil. Letzter Teil auch geisteskrank gedreht worden vom Orkan, gar keine Frage. Mhm. Aber was wir da diesmal gemacht haben, ja, ist schon krass. Stark, ja. Ist schon wirklich krass. Also, das wird so ein kleiner Kurzfilm, ne? Auch von der Spiellänge. Ich weiß nicht, willst du das spoilern? Also, es wird schon, sage ich jetzt mal, etwas länger als die letzten Teile. Ja. So. Ja. Etwas. Etwas. Ja. Ja. Also, ich freue mich sehr darauf und das ist auch so Startschuss für mich ins neue Jahr, weil ich habe mir so ein bisschen ein paar Sachen aufgehoben fürs neue Jahr, weil ich dieses Jahr wirklich, wie ich schon gesagt habe, so ein bisschen ruhiger, musikalischer unterwegs war. Aber das wird es nächstes Jahr nicht mehr geben. Und nächstes Jahr gehe ich mit neuer Energy rein. Ich habe mich gut vorbereitet und dann werden die jetzt noch offenen Schlachten ausgeschlagen und dann gucken wir mal. Was steht denn jetzt noch bei dir an? Ich hab, du hast jetzt die Drill-EP hast du angeteased, ne? Mhm. X-Massaker kommt jetzt bald raus, ja, ne? Und also ich hab, guck mal, das Ding ist halt einfach, das Langlebe-Asche-Album, es besteht aus drei Teilen. Mhm. Es ist einmal die Shinobi Rezoden-EP, das ist komplett auf Drill. Mhm. So, einfach weil ich Bock hatte. Und ob jemand sagt, ja, Drill ist nicht mehr da, dies, das, ja, ja, Dicker, wir haben schon vor einem Jahr European Gangster gemacht, so. Das ja, ist jetzt klar, nicht eine Premiere von mir auf Drill. Ja. So kurzlebig ist das, die Leute checken das gar nicht so. Ja. Und kack mal was da drauf. So, das war einfach so, ich hatte Bock drauf. Mhm. Und ist auch besonders, ist ein künstlerisches Projekt. Es ist ein sehr künstlerisches Projekt, weil es auch dort sehr viel um Japanisch, Anime und solche Anlehnungen geht und so weiter und so. Mhm. Und du hast sie ja schon komplett gehört. Ja, sehr stark. Und ganz kurz, cool, wenn ich das ergänzen darf, ja, ne? Du sagst ja, es ist so kurzlebig, Drill und so weiter. Ich finde eigentlich gar nicht, es kommt immer auf den Künstler an, finde ich. Ne? Es kommt wirklich immer auf den Künstler an. Bei dir ist es tatsächlich so, ich habe schon immer gesagt, warum machst du denn nicht irgendwie mal was auf Drill, ne? Mhm. Und dann kam auch European Gangster und ich finde, du hast das Ganze nochmal voll refreshed. Ja. Auch mit dieser Drill-EP jetzt, ja, ne? Auch mit der letzten Single, so, habe ich so bislang noch nicht gehört, ne? Also, ich glaube, man muss die gesamte EP hören, um das zu verstehen. Ja. Die Leute werden das dann mit anderen Augen sehen, weil die Abwechslung auch sehen werden. Und lass die Leute das auf sich wirken. Das Ding ist halt einfach, ich habe dieses Jahr auch ein bisschen Zeit verloren, auch in meiner Promophase. Meine Promophase war jetzt nicht bis jetzt, wenn man dieses Wort Promophase, ich hasse dieses Wort, Digga, das ist so ein Wort Promophase. Die Leute erwarten, dass du so, die sagen, Asche geht in die Promophase und ja, was ist das für eine Promophase? Was ist denn für eine Promophase? Was, ich mache Singles? Ja, was ist das für eine Promophase? Die wollen, dass du die ganze Zeit irgendwie bespaßt oder was weiß ich da was machst und dies, das. Aber Bro, du hast ja auch erzählt, du hattest, ich habe ja selber davon mitbekommen, viel um die Ohren auf jeden Fall. Ja. Sehr, sehr viel um die Ohren. Das ist auch der Grund und ich mache das ungerne und ich habe das leider Gottes, ist es bei mir oft der Fall, dass ich Alben verschieben muss, so weißt du? Mhm. Die letzten Male war das so, immer so, weil ich nicht zufrieden war mit dem Endprodukt. Letztes Mal, da habe ich noch Nemesis reingepackt und so weiter. Genau. Und dieses Jahr wird es auf jeden Fall so sein, wegen privater Geschichten. Weil mir ist locker 1,5 Monate habe ich verloren. Das heißt, gerade da, wo ich in den Release reingehe, wo ich anfange, boom, so weißt du? Mhm. Ich habe einfach 1 Monat kein Content, ich habe gar nichts gemacht, Bro. Ja, also, ja. Ich war wirklich mit anderen Dingen beschäftigt. Und wichtigeren Dingen im Leben, als versuchen, da noch irgendwie etwas vom Zaun zu brechen, so, wo du gar nicht Kopf gerade hast, so, weißt du? Und das Album ist ja fertig. Ja. Das heißt, ich kann getrost sagen, okay, ich beginne jetzt im Januar mit frischem Wind, mit meiner, mit der Phase, Promophase, dieses Wort, dieses potente Wort Promophase und ziehe das dann einmal durch. Ja. 2 Monate und dann im Februar, Ende Februar, kommt das Album dann raus. Geil. Und dann sieht die Welt schon ganz anders aus. Und ich freue mich auch drauf, weil du hast ja auch schon die anderen Songs gehört. Du weißt ja noch, die wissen ja genau nicht, was alles noch passieren wird. Und da wird auf jeden Fall eine Menge passieren. Und es wird auch noch ein bisschen knallen. Und es wird auch noch dies und das und Zünder. Aber als allererstes knallt es jetzt am 22. war das? 22. Ein Vorweihnachtsgeschenk gibt es dieses Jahr. Genau.
Genau. Ich bin sehr gespannt. Ich bin auch super gespannt. Alter. Da crashen wir aber den Release Friday, ne? Ja, absolut. Natürlich ist das auch wieder, das muss man jetzt dazu sagen, das ist ja nicht jetzt wieder der Sound, der gerade gefragt ist, oder? Nö, also eigentlich nicht, aber du bringst das irgendwie immer wieder, ne? Boom-Bap. Boom-Bap nennt man das, ne? Boom-Bap war's, genau. Die Frage ist, und das als abschließendes Wort dazu, und das sage ich jetzt auch an alle Künstler, die sich immer Frage stellen, ja, ist das denn noch gefragt und wie es immer gefragt ist. Nicht die Industrie bestimmt den Sound. Weil die Industrie schwimmt doch mit dem Sound mit. Genau. So. Ihr Künstler, die Künstler da draußen bestimmen den Sound. Ja. Die Künstler da draußen bestimmen, was gut ist und was nicht. Mhm. Nicht die Industrie. Die Industrie kann dir versuchen zu sagen, das ist gut, mach das. Aber wenn du das andere machst und erfolgreich machst und gut machst, ist das in. Mhm. Und wir bleiben bei unserer Linie. Wir schießen scharf. Ne? Und ich freue mich sehr auf das Video. Warum? Ja, Mann. Ich mich auch. Dass du hast meisterhaft abgeliefert. Also was schon. Willst du noch irgendwas zum Dreh sagen? Wie fandst du den Dreh eigentlich? Sei mal, also für die Länge, wie fandst du den Dreh? Super. Ne? Also es war einer der angenehmsten Drehs, die ich hatte. Top. So. Du hast ja gesehen, ich hatte sehr gute Laune. Klar, absolut. Und war völlig entspannt. Top. Und ey, wir haben aber auch immer entspannte Drehs. Ja, also, aber das liegt auch daran, wenn man jetzt zum Beispiel öfters miteinander gedreht hat und miteinander angespielt ist. Und vor allem jetzt auch bei X-Massacre 4. So, schon das vierte. Mashallah. 4 Jahre. Mashallah, Bruder. Krass. Ja. Bei X-Massacre 4 ist es auch so, das ist jetzt nicht so der typische 2 Minuten 30 Song, ne? So. Auch nicht der typische 5 Minuten Song. Auch nicht, ja. Deswegen, da muss man erstmal gucken, wie man das Ganze gut macht, aber ich glaube, das kriegen wir. Ich will das jetzt nicht wieder so, weil später sitzen die dann wieder und sagen, boah, ich dachte, jetzt kommt hier 34 Minuten Zerstörung, 1 Million Bars, aber jetzt kommt der mir hier mit, weiß ich nicht. Deswegen will ich das jetzt nicht so hochhypen, sondern lasst euch einfach überraschen. Ich kann es ja hochhypen. Du kannst. Ich finde es super. Ich find wirklich, das ist das krasseste X-Massacre, was bislang so gemacht wurde, ne? Ganz ehrlich. Die Leute können auf jeden Fall gespannt sein. Und ich will es noch nicht spoilern, ne? Da wird Asche sein und Aschkobar. Und wird das sonst noch irgendwer? Hast du noch einen alten Ego vielleicht mit reingebracht? Halt nicht spoilern. Nee. Ich glaube, die werden, sagen wir mal so, die Weihnachtsgeschenke werden dieses Jahr schon am 22. aufgemacht bei manchen. Bombe. In diesem Sinne. Govand. War ein nicer Talk? Absolut. Jason, wie lange ging's denn jetzt? Lass laufen, Junge. 57. Nicht die Hose runterlaufen lassen. Ja. 57 Minuten jetzt. Ey. 57 Minuten, das hat sich angefühlt wie 10 Minuten. Jag das Ding raus direkt. Hochladen, raus das Ding. Safe. Govand, ich danke dir. Asche, Bro, ich hab zu danken für die Einladung. Ja. Und dann sehen wir uns, wir sehen uns sowieso jeden Tag, aber ich denke mal, das nächste Mal, wo wir gemeinsam zu sehen sind. Ah ne, du stehst ja hinter der Kamera bei X-Massacre. Aber wir machen den Release, in den Release gehen wir zusammen rein. Ja, genau, wir sehen uns doch Donnerstag, höchstwahrscheinlich Donnerstag Nacht zur Release-Party dann von X-Massacre. Dann freuen wir uns doch. Ja? Absolut. Danke dir, Bro. Raus, Bruder. Vielen Dank für die Zeit. Danke für die netten Worte, Jungs. Sehr gerne. Mädels, alle Menschen, passt auf euch auf und schöne Grüße an alle. Und bleibt sauber, bleibt korrekt und lasst die Finger von Drogen. Geht zum Sport. Absolut. Ja. Schönen Sonntag noch. Jason, nicht laufen lassen. Top. Hat man den Jason eigentlich schon mal vor der Kamera gesehen? Nein. Du bist ein Phantom für die Leute. Ich glaube, die denken... Wir machen aus ihm den Maestro. Jason, nicht laufen lassen.